Es gibt keine dummen Fragen. Ich weiß nicht, wie oft unser Klassenlehrer diesen Satz gesagt hat. Und ja, ich weiß, was er meinte, immer fragen, nur so kann man was lernen. Womit er aber nicht gerechnet hat, wir haben uns als Schüler extra besondere Fragen ausgedacht. Zum Beispiel, wie kommen die rasenbetreten Verbotenschilder legal in die Mitte der Rasenfläche? Wenn der Mensch eine Weiterentwicklung des Affen ist, warum gibt es dann noch Affen? Oder wenn dich ein Taxifahrer im Rückwärtsgang nach Hause bringt, muss er dann dir etwas bezahlen? Immer fragen. Ruhig auch mit Humor. Und natürlich die ganz ernsten Fragen. Was meinen Sie? Gibt es Gott? Bei der Antwort des Lehrers habe ich das erste Mal von Blaise Pascal gehört, dem französischen Mathematiker und christlichen Philosophen, und von seiner Wette. Ob es Gott gibt? Er sagt sinngemäß, setze alles auf den Glauben an ihn. Wenn es sich einmal als richtig erweist, hast du alles gewonnen, den Himmel, das Leben. Wenn du verlierst, weil du geglaubt hast und es gibt Gott gar nicht, hast du nichts verloren, denn dann gibt es ohnehin kein ewiges Leben, was hättest du also verspielen können? Also glaube, wenn du kannst. Ob die Antwort überzeugt? Wir haben jedenfalls damals lange daran gegrübelt und gelernt, es gibt wohl Fragen, Lebensfragen, auf die es nur persönliche Antworten gibt und auch die nur, wenn man Einsatz wagt, wie bei einer Wette. Sie können sich sicher denken, mein Einsatz auf die Gottesfrage heißt Glaube, also Vertrauen, sonst wäre ich auch kaum Pfarrer geworden. Und sollte ich falsch liegen, dann habe ich doch ein Leben erlebt, das ich nicht missen möchte, mit gutem Sinn und Werten, die der Liebe entspringen. Schon dafür lohnt sich der Einsatz. Glaube, wenn du kannst. Es gibt keine dummen Fragen. Vor allem aber gibt es Fragen, die sind so wichtig, dass man sie für sich unbedingt beantworten muss. Vielleicht sogar immer wieder.